3, 2, hallo? Warum nimmst du das jetzt so? 3, 2, 1. Wunderschönen guten Tag, meine Damen und Herren, und herzlich willkommen zu einem weiteren Part der Pokémon Gelb Multilog, würde ich jetzt eigentlich sagen, aber ihr seht zwar das Gameplay im Hintergrund, aber das ist nicht live gesprochen, denn ich, Idiot, habe die Audio nicht gespeichert, weil ich aus Versehen die zwei Audios vertauscht habe. Vertauscht ist auch nicht richtig. Ich habe das eine geschlossen, das andere gespeichert. Ich dachte nämlich, ich hätte von Audacity die Datei gerade gespeichert und habe Audacity dann geschlossen. Habe ich natürlich nicht. Deshalb ist das jetzt nur grob hier zum Reden. Ne? Ich werde das Video auch nicht komplett nachsprechen, denn das Schöne ist, in dem Video ist so gut wie nichts passiert. Aber wirklich gar nichts. Ich kann mich im Prinzip den ganzen Part ganz knapp zusammenfassen. Wir waren nämlich auf der Seeschauminsel. Ich wollte eigentlich in die Arena, hab mir dann gedacht, komm, hol dir das Arktos. Das Arktos stellte sich als Kangama Level 50 heraus. Das habe ich mir gefangen. Habe ihn, glaube ich, noch vor allem Stärke beigebracht. Das heißt, Irrschlag, Megahieb, Stärke und noch irgendetwas. Dann bin ich auf der Seeschauminsel ein bisschen rumgehört. Das hat auch ein bisschen gedauert. Dann habe ich gemerkt, die Arena kannst du irgendwie nicht betreten, warum auch immer. Das muss ich noch nachschauen, was ich da machen muss. Und dann dachte ich, ist Pyro vielleicht irgendwo auf der Seeschaumhinsel, weil ich habe einen zweiten Eingang irgendwo gesehen und dann habe ich da nochmal rumgeschaut und habe nichts gefunden. Dann bin ich in dieses Haus, wo Mew und Mewtwo waren, reingegangen, wo ich denke, dass das ist. Ich habe aber keine Ahnung. Und das war es im ganzen Part. Das habe ich euch jetzt in einer Minute gesagt, was in diesem Part gekommen ist. Also, ne, der Part, ne, lohnt sich nicht zu schauen. Sag ich euch jetzt, ich hätte ihn auch so, ist es scheiße für mich, aber ich wusste halt nicht, was ich machen muss. Weil ich war auf der Seeschauminsel, da habe ich gemerkt, hoppala, du kommst nicht in die Arena. Ich hatte auch keinen Bock, jetzt einen Cut zu setzen, mir das komplett anzuschauen, was ich da machen muss, wie ich das machen muss. Und dann wieder da weitermachen, da hatte ich wirklich keinen Bock. Und deshalb ist das jetzt so entstanden. Ich hoffe, es ist nicht allzu schlimm. Ich meine, das Gameplay ist ja ganz normal da. Das Commentary halt jetzt nicht, aber das Commentary wäre halt auch wieder nur on topic gewesen und das hätte keinen interessiert, wie ich hier voller war und mir und die ganze Zeit laut überlegt habe, wo er jetzt sein könnte. Von dem her wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Beim nächsten Mal sollte es dann wieder normal weitergehen. Da betreten wir ja auch dann die Arena, ne? Da wird alles besser. Und ja, wir sehen uns auf jeden Fall. Bis dann und ciao.
Thank you.
Bye.